Willkommen bei Gamma to Drake. Assassin's Creed Odyssey. Wir sind nach wie vor in Attika, in Großathen. Und wie es jetzt mit der Nachricht von Aspasia weitergeht und unserer Freundin Phoebe, die wir ja ganz am Anfang in Kefalonia kennengelernt haben, werden wir sehen in der Quest. Und die Straßen waren voller Blut. So, erstmal geht es hier mit unserem Pferdchen Phobos einmal Richtung Hauptquest. Dort vorne sind wir ja schon gleich. Und dann einmal schauen, was wir dort herausfinden. By the gods. What Okay, happened here? irgendwie ein Massaker. Hier gibt es auf jeden Fall Punkte, die wir untersuchen müssen. This was savage. Done to send a message. So, wenn wir schon mal da sind, nehmen wir gleich ein paar I'm Drachen glad mit. Phoebe wasn't here. Hopefully she's safe. Ist Alexas Stimme auf einmal tiefer? Wirkt must fast be so. carrying through on her threat. So, das war's auch schon. Verlass das Haus. Oh, die fette Kiste nehmen wir auch noch mit. Schön gelootet. Ein Silbergürtel, den können wir dann wieder beim Schmied verscherbeln. Für weitere schöne Upgrades. So, folgt den Schreien hier. Dann einmal schnell zu unserer Freundin Phoebe hier, um Gottes Willen. So, oh, und wir gleich ein paar Kultistenwachen. So, Höchstleistungsangriff gleich einmal starten, flammende Schwerter. Dann ist das auch nicht schnell vorbei hier mit der Wache. So, wie viel haben wir hier? 4 Stück. So, langsam aber sicher fackeln sie gern ihren Ende zu. Ja, da schreit noch ein bisschen. So, 2 Stück noch. Oh. Gleich. Man könnte jetzt natürlich auch die Fähigkeit ausrüsten hier mit den Schildbrecher. Das würde sich ja hier echt ansehen. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, pausieren, Fähigkeitenbaum zurücksetzen, neu anpassen. Sei es drum, wir machen das jetzt mal so. Das funktioniert auch. Dauert halt noch ein bisschen länger. So, beschütze Phoebe. Ich habe Phoebe noch nicht hier sehen können. So, 2 noch. Die brennen auch gar nicht mehr. Gleich mal zusehen, dass das. Müsste gleich wieder kokeln hier. Moment. Na komm, der ist auch gleich weg hier. So, einer noch. Dreifach Pfeil. Und schon daneben. Ach, bei Gott nochmal. Ja, genau. Ah, können wir mal ein paar Sachen durchsuchen, das machen wir auch. Na gut, das Areal ist ja groß genug, um sich irgendwie wieder zu regenerieren vom Lebensbalken her. So, einen Fähigkeitenpunkt haben wir noch zu vergeben, oben rechts. Machen wir einen schönen Nachgang. Laufen ein bisschen rum hier, spielen Katze-Maus. Ja, nochmal ein Pfeil. So, jetzt brennt er. Okay, super. Okay. So. Nein. Hätte ich Phoebe irgendwie retten können, wenn ich eine Entscheidung irgendwie anders getroffen hätte? Das ist jetzt die große Frage. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr damals beim Brennfieber euch anders entschieden habt und ob der Verlauf der Geschichte wirklich Auswirkungen auf das Schicksal hier auch mit Phoebe hat. Würde mich mal interessieren. Ach man. Na, kleines, tapferes Mädchen war sie ja. Die Phoebe. Anias. Ja, wie sagen wir das jetzt? Aspasia oder Aspasia? Okay, da kommen Alexios. Hippokrates und Sokrates. Are you all right? I need to speak to Aspasia. We must find Pericles first. He's missing. I don't fucking care! Tell me where Aspasia is!
Alexios. I'm sorry, Phoebe. Aspasia went to find Pericles at the Parthenon. She should be there. Ja, das werden wir gleich mal weiter sehen im nächsten Video. Wie gesagt, gerne Daumen nach oben, Abo hinterlassen, nächste Video schauen. Gerne auch mal in die anderen Playlists reingucken. Das war die Quest und die Straßen waren rot vor Blut.